Hallo YouTube, ich werde jetzt den Wahlomat für die Europawahl 2024 machen. Ich bin schon gespannt, was rauskommt. Ich habe ihn extra privat noch nicht gemacht. Das heißt, ich mache mich jetzt hier ziemlich angreifbar. Wir starten mit der ersten Frage. Es sind 38 Fragen. Die EU soll eigene Steuern erheben dürfen. Das ist die erste Frage. Kann ich direkt die erste Frage neutral beantworten? Es kommt halt hart darauf an, welche, oder? Also die Steuerbelastung in Deutschland ist eh schon relativ hoch. Ich würde zu neutral tendieren. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sollen auch nach 2035 in der EU neu zulassen werden können. Also wir wissen ja noch gar nicht, welche Verbrennungsmotoren es bis dahin geben wird. Zudem ist es gar nicht leicht, das jetzt schon festzulegen, weil vielleicht... Also wir wissen nicht, was kommt. Und wenn man das jetzt schon festlegt, könnte man sich halt im Weltmarkt wirklich massiv ins Abseits schießen. Die EU soll eine eigene Seenotrettung im Mittelmeer aufbauen. Schwieriges Thema. Es gibt halt einerseits natürlich den Gedanken, man kann niemanden sterben lassen. Da bin ich ganz dabei. Ich finde es super schwierig, sowas mit Nein zu beantworten. Die Frage ist nur, ob das der richtige Punkt ist, wo man hier das Problem angehen sollte. Also ist das nicht eigentlich schon eine maximale Symptombekämpfung, wenn man anfängt, die Leute aus dem Mittelmeer zu fischen? Also ich würde sagen, ja, es braucht eine gewisse Seenotrettung. Ich weiß aber nicht, ob die EU noch eine weitere aufbauen sollte und ob man die Probleme nicht an einem anderen Ort eigentlich angehen sollte. Die Ukraine soll Mitglied der EU werden. Wenn die Ukraine das möchte, auf jeden Fall. Also eigentlich muss es natürlich die Ukraine auch wollen, aber von mir aus ja. Die EU soll vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern. Ja, vorrangig und fördern, ja. In Deutschland soll der Euro durch eine nationale Währung ersetzt werden. Nein, bin ich nicht für. Ich glaube, es könnte unter Umständen Sinn machen. Aber ich bin generell auch kein Feind der EU oder halte das für sinnvoll, die abzuschaffen oder ja, sowas wie die Währung abzuschaffen in der EU. Ich bin da prinzipiell in Teilen für Reformen auf jeden Fall. Aber beispielsweise die Währung ist eher ein Vorteil. Eieiei. Geschlechtseinträge außer männlich und weiblich. Das ist so eine Frage, die ist eher philosophisch, würde ich sagen. Beziehungsweise, nein, es ist eigentlich eher die Frage, ob ein Geschlechtseintrag das biologische Geschlecht oder die Geschlechterrolle berücksichtigen sollte. Also man könnte natürlich sagen, man macht jetzt auf den Ausweis, kann man schreiben lassen, was man möchte. Klar, das wäre dann eher die Geschlechterrolle oder das, wie man sich identifiziert. Aber eigentlich, wenn man den Plan fährt, sollte man zumindest zwei Einträge machen, einen für das biologische Geschlecht. Und von mir aus einen für Pronomen. Oder zumindest, ja, schwierig. Aber ich bin nicht dafür, dass es frei eintragbar ist beim Geschlechtseintrag. Ich meine, es ist auch nur eine Empfehlung. Sollte den Mitgliedstaaten empfehlen. Aber nein, ich bin da nicht für. Die Jagd von Wölfen sollte in Regionen erlaubt sein, in der deren Bestand dadurch nicht gefährdet ist. Jagd von Wölfen. Ich bin prinzipiell kein großer Fan davon, Tiere zu erschießen, weil ich bin halt auch Vegetarier und so weiter. Die Frage ist halt, wenn jetzt hier stehen würde, in Regionen, wo es notwendig ist, um das Ökosystem zu erhalten oder so weiter. Wenn es aber jetzt nur darum geht, dass der Bestand dadurch nicht gefährdet ist, ich würde neutral sagen, weil wie gesagt, da wo es notwendig ist, ja. Aber da wo es jetzt quasi nur ist, weil man dann Wölfe essen kann, isst man Wölfe? Fälle? Keine Ahnung. Dann nicht. So. Beim Bau neuer Wohngebäude in der EU soll die Einrichtung von Photovoltaikanlagen verpflichtend sein. Nein. Es gibt Orte oder Wohngebäude, wo es absolut sinnlos wäre, Photovoltaikanlagen zu installieren. Mehr außenpolitische Entscheidungen der EU sollten mit Mehrheit statt einstimmig getroffen werden. Ja, würde ich zustimmen. Ich glaube, hier geht es darum, dass nicht ein Land nachher sagen kann, wir machen jetzt hier einen auf Blockade und sagen,
Wir blockieren dann die gesamte EU. Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll. Der Flugzeugtreibstoff Kerosin sollte für Flugzeuge in der EU steuerfrei sein. Kenne ich mich absolut nicht mit aus. Die gemeinsame europäische Polizeibehörde Europol soll weitere Befugnisse erhalten. Schwierige Frage, also prinzipiell bin ich kein Fan von zu viel Überwachung und zu viel Kontrolle, solange das dann nicht für kleine Lappalien oder so genutzt wird, aber wäre ich schon dafür. Die EU soll länderübergreifend mehrsprachige Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stärker finanziell fördern. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk nach deutschem Prinzip so, das was wir hier gerade haben, oder ein guter öffentlich-rechtlicher Rundfunk, weil dann bin ich dabei. Aber wenn das der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, nur in mehrsprachig und ganze EU, nein. Ja, aber ich glaube, wenn es schon in Deutschland gerade nicht funktioniert, wird es auf EU-Ebene wahrscheinlich nicht viel besser, oder? Die EU sollte das Ziel verwerfen, klimaneutral zu werden. Nee, das Ziel kann man erhalten, die Frage ist, wie man es durchsetzt. Also, und auf welchen Zeitraum? Ich wäre nicht dafür, dass man es komplett verwirft, oder? Wie groß der Anteil der Geschlechter auf Listen ist? Er kommt darauf an, wie viele Geschlechter. Wenn wir da 72 alle gleichermaßen aufteilen müssen oder nur Männer und Frauen? Nein, generell dagegen, weil das kann man über die Qualifikation entscheiden. Das hat, also das Geschlecht ist eine irrelevante Komponente hier. Da irgendwie 50% reinzumachen oder so und so weiter, finde ich auch nicht ganz fair. Wenn du dann nur wegen deinem Geschlecht ausgeschlossen wirst. Die EU soll Vorgaben für die soziale Grundsicherung in ihren Mitgliedstaaten machen. Es kommt drauf an, werden die auch runtergeregelt? Also könnte es zum Beispiel, könnten die Vorgaben dann auch heißen, dass Deutschland zu viele hat? Oder wäre das dann quasi nur nach unten? Ich würde prinzipiell schon zustimmen. Also in einem gewissen Rahmen natürlich. Unmöglich, nicht umsetzbar. Wenn ich das jetzt aber auf neutral oder ablehnen mache, dann werde ich gehatet. Ich lasse das so, ich traue es mich nicht. Betreiber sozialer Netzwerke sollten frei entscheiden dürfen, wie sie mit Desinformation auf ihren Plattformen umgehen. Sollten frei entscheiden dürfen. So. Ich wäre dafür, wenn die frei entscheiden dürfen, dass sie Sachen nicht löschen. Ich wäre dagegen, wenn die dadurch häufiger entscheiden dürfen, dass sie etwas löschen. Also es kommt sehr stark drauf an. Ich bin grundsätzlich für weniger löschen. Wenn die Zielgruppe jung ist. Ja, aber dann lieber Kinder aus dem Internet. Ich würde nicht zustimmen, weil ein Gerichtsurteil wäre schon der Weg, der gegangen werden sollte. Die EU soll mehr Flächen als Naturschutzgebiete In der EU sollen mehr Flächen als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. Ich habe keine Ahnung, wie viele es sein müssten. Was auf jeden Fall nervig ist, dass sehr viele Flächen gesperrt sind und dass man in viele Straßen nicht reinfahren darf mit dem Auto und so weiter. Also ich könnte die Forderung so nicht aufstellen. EU-Fördermittel für Mitgliedstaaten, die Regeln und Werte der EU verletzen, sollen weiterhin zurückgehalten werden. Also es geht jetzt darum, dass Ungarn oder so weiter dann, die ja aktuell glaube ich nicht alle Fördermittel ausgezahlt bekommen, weil die eben sich nicht an die Vorgaben und Werte halten. Ja, würde ich schon zustimmen. Man kann sich ja nicht an nichts halten und nicht mitmachen wollen, so wirklich, aber dann trotzdem profitieren. Die EU soll mehr Waffen an die Ukraine finanzieren. Für die Ukraine finanzieren. Ja, ich würde schon zustimmen, prinzipiell. Ich glaube, da werde ich mich jetzt bei vielen unbeliebt machen, aber ja, ich halte die militärische Unterstützung der Ukraine für essentiell. Ich glaube, die ist auch wichtig für Deutschland. Und weil hier EU steht, dann müsste auch weniger Deutschland machen, wenn die EU mal mehr machen würde. Wo wir gleich bei einem anderen Problem wären, und zwar, dass Deutschland zu viel Geld in die EU gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Die zulässige Menge an Fischen, die in EU-Gewässern gefangen werden dürfen, soll gesenkt werden. Ich esse keinen Fisch, ich kenne mich nicht mit Tieren aus. Ich würde sagen, ich beantworte die mal mit neutral. Ich habe absolut keine Ahnung. Die Einfuhrzölle der EU auf chinesische Elektroautos sollen erhöht werden. Ja, solange es gegen China ist, bin ich dabei. Die EU soll sich dafür einsetzen, dass Schwangerschaftsabbrüche in allen Mitgliedstaaten straffrei möglich sind. Kommt halt drauf an, in welchem Monat. Also nach 2 Wochen ja, nach 9 Monaten nein. Aber ich schätze mal, das ist nicht die Frage, oder? Weil ich glaube nicht, dass die hier ernsthaft fragen, fragen ja immer oder nein nie. Also doch, wahrscheinlich ist das ein nein nie.
Was soll sich die EU dafür einsetzen? Oh. Ich habe mich mit dem Thema halt auch zu wenig auseinandergesetzt. Ist es schlimm, wenn ich hier neutral drücke? Es soll wieder dauerhafte Grenzkontrollen zwischen EU-Mitgliedstaaten geben. Nein. Es gibt ab und zu welche und die sind nervig. Die Aufnahme neuer Staaten in die EU soll in allen Mitgliedstaaten durch eine Volksabstimmung bestätigt werden müssen. Ich finde Volksabstimmung prinzipiell gut, aber die Aufnahme von neuen Staaten braucht meiner Meinung nach nicht unbedingt. Ich weiß nicht, also beispielsweise die Ukraine soll halt aufgenommen werden, wenn sie es möchte. Man könnte noch darüber reden, ob eine Volksabstimmung in dem Land gemacht werden sollte, das aufgenommen werden möchte. Das fände ich noch eine Option. Da wäre ich dann auch voll dabei. Aber in den anderen Ländern, nee, fühle ich nicht so. Geschlechterspezifische Gewalt gegen Frauen soll europaweit als Asylgrund anerkannt werden. Also erstmal glaube ich nicht, dass Frauen ein großes Problem sind, wenn die migrieren, im Durchschnitt. Die Frage ist nur, ob sich jeder als Frau identifizieren darf. Aber ohne dass wir hier jetzt 5D-Schach spielen, ja. Warum ist Gewalt gegen Frauen schlimmer als gegen Männer? Stimmt, das ist auch eine legitime Frage auf jeden Fall. Boah, wirklich. Stimmt eigentlich. Warum ist geschlechterspezifische... Ja gut, gibt es wahrscheinlich nicht so häufig. Aber wenn, dann schon eigentlich gegen beides. Es ist eigentlich schon ein gutes Argument, was eigentlich eher dazu führt, dass ich hier ablehnen möchte. Warum gegen Frauen? Das ist echt eine gute Frage. Danke fürs Einwerfen hier. Es könnte zu einem Neutral werden. Weil ich finde, gegen Frauen ist eigentlich schon eine dumme Forderung. Urheberrechtlich geschützte Werke sollen in der EU für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos verwendet werden dürfen. Das ist eine Aufweichung des Urheberrechts. Also außer für kommerzielle Zwecke. Hier stimme ich auf jeden Fall nicht zu. Die Sanktionen der EU gegen Russland sollten abgebaut werden. Nein. Erasmus Plus, ich kenne mich nicht aus. Skip. Die EU soll Atomkraft weiterhin als nachhaltige Energiequelle einstufen. Ja. Die Einwanderung von Fachkräften in die EU soll vereinfacht werden. Ist halt die Frage, also ich fände das Ausbilden von Leuten, die bereits im Land sind, halt erstmal am wichtigsten. Die Frage ist nur, ob man das hinkriegt und ob das hier strategisch sinnvoller sein könnte. Sind das wirklich nur Fachkräfte dann und gäbe es nicht eine bessere Option, diese Fachkräfte eben in Deutschland auszubilden? Die Beteiligung außereuropäischer Investoren an Unternehmen im Bereich der kritischen Infrastruktur soll in der EU stärker beschränkt werden. Ja, weil wir haben ja gesehen, zum Beispiel China wollte, also ein chinesischer Investor wollte ja in Hamburg beispielsweise einen großen Teil vom Hafen kaufen oder einen Teil vom Hafen, sich auf jeden Fall daran beteiligen. Ja, prinzipiell dafür. Der Präsident bzw. die Präsidentin, was ist mit den Sternchen? Der Europäischen Kommission soll von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt werden. Aber ja, prinzipiell. In der EU sollen Unternehmen mehr für den Ausstoß von CO2 zahlen müssen. Das ist wieder so eine Frage von Wettbewerbsfähigkeit. Also könnte es sein, dass wenn man das noch teurer macht, dass man sich auf dem Weltmarkt ja wettbewerbsunfähig macht. Ist es sinnvoller, wenn man sagt, man bleibt wettbewerbsfähig, zumindest in manchen Bereichen, und hat dafür in der EU es schon mal deutlich besser als beispielsweise in China oder so. Wenn man das jetzt zu teuer macht, könnte man sagen, ja gut, es wäre in der EU noch besser, aber dafür wird dann in China und Indien produziert, wo es dann halt richtig dreckig ist. Ich glaube, ich würde nicht zustimmen. Oder ich würde mich neutral positionieren, aber ich glaube, ich würde nicht zustimmen. Ich glaube, das muss man sehr genau abwägen. Asylbewerberinnen und Bewerber sollen ihren Antrag vor dem Überschreiten der EU-Außengrenzen stellen müssen und dort auf ihr Ergebnis warten. Ich würde sagen, in den meisten Fällen wäre das schon sinnvoll. Dann müsste man natürlich dort auch Möglichkeiten schaffen, dass das passieren kann. Klar, also aktuell wäre das schwierig, aber ja, es sollte so laufen. Muss man natürlich schauen, wie wir es genau umsetzen können. Aber ja, stimme ich schon zu. Die EU soll weiterhin in gemeinsame europäische Rüstungsprojekte investieren. Geht es hier um den Aufbau einer europäischen Armee? Also eine EU-Armee. Ich habe bis jetzt von vielen Seiten gehört, dass sie wohl dafür sind. Ich habe mich dazu, ehrlich gesagt, dazu konnte ich mir noch nicht wirklich eine starke Meinung bilden, ob das sinnvoll sein könnte. Aber ich meine, hier steht weiterhin. Ja, ich glaube, dann würde ich zustimmen.
Das Europäische Parlament soll weiterhin eine zentrale Rolle in der EU spielen. Ich würde sagen, ja. So, wir sind durch. Nur noch die Gewichtung. Ja, das Urheberrecht können wir auf jeden Fall drin machen. Also das sollte nicht aufgeweicht werden. Das Asylrecht wäre eigentlich auch. Es wäre sinnvoll, wenn man die Möglichkeiten dafür schafft. Geschlechtereintrag können wir auch noch reinmachen. So, ich glaube, das war's. Jetzt wählen wir alle Parteien hier aus. So, alle. Wir gehen rein. So, jetzt schreibt ihr einmal euren Guess in den Chat, okay? Einmal kurz den Guess in den Chat. Okay, ich blende mal kurz den Chat für YouTube auch ein. Ratet einmal alle, was jetzt rauskommt bei mir mehrheitlich. AfD? Nee, AfD nicht wegen den CDU. Da war genau die Islamistenpartei. SPD? Volt. Kann ich mir nicht vorstellen. Weiß nicht. Okay. Bündnis vor AfD, vor CDU. FDP. Autistenpartei. Winterlandschaft. Du Legende. Okay, wir klicken drauf. In 3, 2, 1. Ich habe die Christen an dritter Stelle. Die Familienpartei Deutschlands können wir ausschließen. Aber ansonsten als größere Partei CDU, CSU. Und danach FDP. Bitte trotz Wahlomat nicht CDU wählen. Impf, du sagst mir mal gar nichts. Bündnis Deutschland haben wir tatsächlich mit 63,8%. Also quasi auf dem ersten, zweiten, dritten, vierten Platz. Weil das ist gleich viel. Welches ganz unten? Mit welcher Partei habe ich die wenigsten Übereinstimmen? Tierschutz, Heimat, Volt, BSW, Tierschutzpartei, die Basis, Piraten, Grünen, Letzte Generation, AfD, die Partei, die Linke. Na, ja, und dann sind hier noch so ein paar, ich glaube, kommunistische Partei, ja. Gut. Aber trotzdem sollten wir alle DAWA wählen. Warte mal, das sind die Übereinstimmungen mit mir, mit den Thesen. Und hier sind die Teilübereinstimmungen. EU-Steuer war ich gegen. Familienpartei war dafür, CDU, CSU war dagegen, Bündnis Deutschland war dagegen. Seenotrettung, Bündnis Deutschland, CDU, CSU dagegen. Geschlechtereintrag auf dem Pass. Familie hat sich enthalten, beziehungsweise neutral abgestimmt. CDU, CSU dagegen, Bündnis Deutschland auch. Ist die FDP tatsächlich dafür? Ja, die war ja auch fürs Selbstbestimmungsgesetz mehrheitlich. Waffen für die Ukraine. Bündnis Deutschland hat sich enthalten. Ja, ich glaube, bei Bündnis Deutschland ist es halt noch so, die wissen noch nicht ganz, wo sie mehrheitlich stehen. So, ich glaube, weiter gehen wir hier nicht mehr durch, tatsächlich. Schreibt eure Meinung zu meinem Wahl-O-Mat-Ergebnis gerne in die Kommentare. Wenn ihr dabei seid, macht doch auch gerne mal selber den Wahl-O-Mat und schreibt euer Ergebnis in die Kommentare oder teilt es auf dem Discord-Server. Könnt ihr auch gerne machen, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Können wir gerne ein bisschen drüber diskutieren. Ansonsten sehen wir uns gerne wieder auf Twitch, wenn ihr hier oben reinfolgt. Ist irgendwo da on screen verlinkt. Und wir sehen uns.